David Limacher und ich bin Berater im Bereich Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz hat im letzten Jahr einen grossen Sprung gemacht. Man hat sehr viel davon gehört und das wird sich im Jahr 2024 nicht ändern. Und ich habe in einem Interview einen kleinen Ausblick geben, was man erwarten kann. Tools wie zum Beispiel ChatGPT brauche ich inzwischen so alltäglich, wie man auch Google braucht, wenn man im Internet unterwegs ist. Und heute habe ich zum Beispiel Programmiercode optimiert damit. Der Mensch wird nicht ersetzt von einer KI, sondern eher ergänzt oder unterstützt. So wie es auch zum Beispiel mit dem Internet ist, dass man eigentlich Arbeiten schneller und effizienter machen kann. Was eine KI natürlich noch nicht kann, sind so ein bisschen die menschlichen Komponenten wie Emotionen reinbringen.